Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Star Wars Galaxy of Heroes. In meinem heutigen Video möchte ich euch ein neues Team für den heroischen AT-Raid zeigen. Ich nutze hier das Team um Zeta, also Vader mit dem Zeta auf der Leader-Fähigkeit, kombiniert mit dem Bumper, mit Thrawn, mit CLS und BB-8. Ja, was sind die wichtigsten Dinge bei dem Team? Warum brauche ich Vader? Vader brauche ich, weil wenn Vader das Zeta auf seiner Leader-Fähigkeit hat und die Gegner eine Schaden über Zeit, so Schaden über Zeit bekommen, dann und der läuft aus, wird er automatisch erneuert. Somit kann ich hier eben extrem viele Stacks von den Dots auf den Gegner packen. Deswegen ist hier Zeta sehr wichtig. Dazu kommt noch, gerade für Phase 3, dass Imperium und Sith-Charaktere die Möglichkeit haben, zu 50% dem Gegner Zugleiste zu entziehen, was hier einfach vorteilhaft ist, wenn Thrawn oder wenn Vader angreifen. Dazu ist CLS im Team, einfach auch wegen dem Thema Zugleiste, dass er hier gerade in Phase 3 dem B2 die Zugleiste entziehen kann. BB-8, ja, BB-8 ist BB-8, er ist einfach extrem stark mit seinem Secret Intel Buff, der dann für Phase 4 extrem wichtig ist, dass immer jeder einen Buff drauf hat und es nicht passieren kann, dass ich nach dem Toppel getötet werde. Und auch das Ultimate ist natürlich auch immer extrem stark, als natürlich den Schaden hier extrem pusht. Ja, ich habe das Team gestern zum ersten Mal gespielt. Ich habe, bevor wir mit dem Raid gestartet haben, mal ein bisschen probiert. Ich habe den Bumper noch nicht mit, noch kein Zeta drauf. Das heißt, der ist momentan noch ohne Zeta. Mit Zeta soll es dann ja möglich sein, auch den kompletten heroischen AT-Raid solo zu spielen. Das ist eigentlich auch momentan mein Ziel, was ich verfolge, dass ich eben den AT auch komplett solo machen kann. Momentan klappt es noch nicht. Ich muss auch mal schauen, was ich in Phase 1 noch verbessern kann. Was ich recht spannend fand gestern, als ich das gespielt habe, war gerade in Phase 3 habe ich gedacht, puh, das wird aber ganz schön knapp. Es ist aber dadurch, dass der Bumper im Lauf der Zeit immer stärker wird, auch ohne das Zeta, mit Zeta wird es dann noch krasser, soweit ich das weiß. Es ist einfach Wahnsinn, was der zum Schluss für einen Schaden raushaut. Und natürlich, je länger das Ganze läuft, umso heftiger ist dann auch von das Culling Blade von Vader, weil natürlich hier entsprechend viele Dots drauf sind und dann der Schaden einfach entsprechend nochmal höher wird. Was ist das Coole an dem Team letzten Endes? Der Vamper macht letzten Endes mit jeder Attacke, die er macht, einen Dot auf den Gegner drauf. Dadurch werden hier eben auch so viele Dots draufgelegt. Der Schaden, den er macht, wird immer mehr. Und so funktioniert das Ganze dann letzten Endes. In Phase 4, der Vampire, der den AOE, den er macht, das reicht dann so ab dem, ich meine, dritten oder vierten Toppel letzten Endes, dass ich einmal den AOE von ihm zünde und alle Druiden, also die beiden B2, die an der Seite sind und auch die Side-Cannons, alle damit komplett runtergehauen werden. Ja, ich denke, es gibt hier nicht allzu viel zu dem Team zu sagen. Es hat echt Spaß gemacht, es zu spielen. Also ich habe auch gehört, dass man mit dem Team durchaus Phase 3 und Phase 4 auf Auto spielen kann. Ja, das ist natürlich immer, wenn man sowas dann das erste Mal spielt, will man natürlich auch ein bisschen probieren und sehen, wie es funktioniert. Ja, ich denke, es gibt hier nicht so viel Wichtiges zu sagen. Wenn ihr den Vamper vielleicht auch schon gefarmt habt, ich habe eigentlich kurz nachdem er rausgekommen ist, dann den Hermit Yoda noch fertig gefarmt auf 5 Sterne, weil ich eben kurz davor war, den freizuschalten und habe dann aber auf den Vamper gleich gewechselt, weil ich den unbedingt haben wollte, weil er doch schon sehr viel bei YouTube gezeigt worden ist, dass der doch einfach sehr, sehr stark ist. Ja, was ist sonst noch wichtig hier für Phase 3, für Phase 4? Vielleicht für Phase 3 ist wichtig, mit Fracture von Thrawn immer so zu timen, dass es eben nicht ich Fracture auf den B2 mache und dann im Anschluss Illuminated Destiny zünde, weil ich somit natürlich gleich den Buff wieder verliere und der Debuff natürlich auch hier wichtig ist, weil dadurch ja die Konterchance entsprechend von dem B2 reduziert wird.
Genau, ich denke mal, das wäre so das Wichtigste. Man sieht auch am Ende von Phase 4, ich glaube, es waren 7 oder 8 Runden noch übrig bis zum Endrage. Also das ist hier auch echt eine relativ entspannte Kiste. Es ist auch so, der Vorteil, also der Bumper wird ja von Runde zu Runde stärker dann letzten Endes, oder jedes Mal, wenn er auch brüllt, wird er stärker. Das wird natürlich wieder zurückgesetzt bei jedem Phasenwechsel, aber trotzdem der Schaden, der da rauskommt, ist einfach immens. Ich habe den Wechsel von Thrawn immer auf den Bumper gemacht oder fast immer auf den Bumper gemacht, um einfach hier öfters anzugreifen und mehr Dots auf die Hauptkanone zu bekommen. Ja, ich denke, das war es soweit das Wichtigste. Ich hoffe, dass ich es schaffe, jetzt mal wieder ein paar mehr Videos zu machen in naher Zukunft. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne. Ansonsten möge die Macht mit euch sein und bis zum nächsten Video.